Weiter geht's mit Super Mario World und dem Forest of Illusions. So, ich habe jetzt auch schon länger kein Part mehr aufgenommen. Und in dieser Welt ist das Besondere, dass es in fast jedem Level ein Secret Exit gibt. Und ich hoffe, dass ich alle finden werde. Ich habe mich vor einer Woche vielleicht informiert, wo die sind. Jetzt habe ich Yoshi verloren, das ist, glaube ich, nicht mal schlecht, oder nicht ungünstig, weil er hier nochmal drin ist. Gut. Dann mache ich am besten jetzt gleich das Secret Exit, wenn ich nicht sterbe. Okay, das lasse ich. Okay, dieser Foreground war schon ziemlich störend, aber... Okay, wo kommt denn? Nein, komm, renn. Nicht, ganz schlecht. Warum fliegst du? Okay, der Secret Exit ist hier unten. Ich sollte aufhören, da drauf zu springen. Hm. Ach so, damit man nicht fliegen kann, haben die das hier eingebaut. Ich verstehe. Oder ich nehme das, aber es... Nee, doch, ich könnte es schaffen, oder? Okay, so anscheinend soll man so das Secret Exit machen und nicht mit Yoshi. Und jetzt muss ich warten. Auf den Schlüssel. Jetzt Angst, dass ich den fallen lasse oder so, aber nee, hat geklappt. So, das ist das Secret Exit. Aber jetzt mache ich mit Mario erstmal das normale Exit. Wobei ich könnte... Warum habe ich das eigentlich vorhin nicht mitgenommen? Und ich habe genau das Falsche bekommen. Bin nicht mehr so gut in dem Spiel. Ne, das brauche ich diesmal nicht. Was passiert hier? Ach man! Okay. Komm schon. Okay, das wäre geschafft. Und damit auch das Level. Aber leider nicht. Die Sterne. Okay, nachdem das geschafft wäre, kann ich jetzt auch mit dem nächsten Level weitermachen. Und zwar dem Ghost House. Ach ja, das war das Secret Exit, genau. Da ist der Typ zuerst davor. Okay. Ja. Ich glaube, hier ist das normale Exit. Da muss ich hinkommen. Ich habe Angst. Ja, ich bin vorsichtig. Ich habe halt kein Power-Up. Was ziemlich belastend ist. Power up. Jetzt kann ich schön durchrennen. Ohne Rücksicht. Das doof ist, dass die Geister einen hinten. Also. Kommt her. Die Geister, die kommen immer her, wenn man sich nicht bewegt. Zack. So, hier vorne, das ist eine sinnlose Tür. So, jetzt bin ich wieder hier am Anfang.
Mach ich mal so. Hier ist die Yoshi-Coin und hier ist auch die Tür zum Secret Exit. Mitten im Mond sogar. Bonusspiel. Ein Stern natürlich. 2, 3, 4, 5, 6, so. Es hätten 8 werden können, glaube ich. 1, 2, ja. Warum ist er gerade da hingegangen? Seltsamer Secret Exit. Aber man muss es finden, um die Special-Welten freizuschalten. Ich nehme lieber die Blume. Kann ich die abschießen? Nope. Hätte ich mir aber schon gedacht. Ich weiß auch nicht, ob ich das schon erwähnt hatte. Dass man es sehen kann, ob das Level ein Secret Exit hat, weil das Level-Ding dann, also dieser Eingang von dem Level dann rot ist. Ich zeige das dann auf der Weltkarte. Puh, shit. Sterb. Okay, das hätte jetzt nicht sein müssen. Nicht, dass ich jetzt den falschen Weg genommen habe. Habe ich? Okay, wenn ich schon mal hier bin, nehme ich die Yoshi-Coin mit. Und das trifft sogar. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, das mache ich lieber so. Ich glaube, jetzt müsste Secret Exit gleich kommen, oder? Oder? Ja, das müsste da hinten sein. Hier unten? Nee, noch nicht. Hier muss ich noch durch wahrscheinlich. Ach ja, stimmt hier. Aufpassen. Hier ist ein Pilz drin, glaube ich. Yep. Und hier ist so eine geheime Wand. Also, beziehungsweise eine Wand, wo man durchgehen kann. Und das ist das Secret Exit. So, jetzt geht's da zum blauen Schalterpalast. Ich glaube, um den kümmere ich mich schon mal. Auf jeden Fall, hier sieht man bei diesem Wasser und da oben sind halt diese Levelpunkte rot. Und das bedeutet Secret Exit. Was bringt das hier? Achso. Verwandeln die sich dann zurück? Habe ich eine verpasst? Jetzt hätte ich wahrscheinlich ein Leben bekommen. Beziehungsweise ich hätte ein Leben bekommen. Und zack. Nein, so nicht. So. Und jetzt hätte ich eigentlich das Secret Exit in Welt 2 holen können. Aber das habe ich ja schon gemacht. Ach nee, Welt 3 war das. Ich sehe die ersten zwei Welten immer als eine Welt irgendwie an. Ich weiß nicht mal warum. Ja komm, dann mache ich das jetzt hier mit Mario. So, jetzt bin ich wieder hier. Ich habe das vorher rausgeschnitten, weil... Ah. Wenn man es ja schon gesehen hat. So, da oben sind jetzt überall solche... Fische.
Was ist das für ein Geräusch? Hallo, Mario. Einfach ins Ziel. 5 Punkte habe ich sogar noch bekommen. Krass. Und das war das normale Exit. Und was falte ich? Schall? Falte ich frei? Nein, Schall ist frei. Level 3. Falte ich sogar. So, und jetzt geht's erstmal ins Ghost House. So, ich dachte mir, dass ich das hier jetzt noch mit reinschneide. Und zwar das normale Exit befindet sich genau hier. Hier. Und ins Ziel. So, und das führt mich jetzt hoffentlich nicht wieder zurück. Nee, das führt mich jetzt dahin. Zu Level 4 wahrscheinlich, ja. Jetzt geht's ja erstmal mit Level 3 weiter. Was aber auch wieder ein Secret Exit hat. Ach, das ist das. Das ist das Level. What the fuck? Okay, das sind alles Gegner, die man nicht sofort besiegt, sondern erst tragen kann. Zumindest bis jetzt. Das war gerade Glück. Das sind auch manchmal Power-Ups dabei. Mist. Okay, das mache ich mal noch leer, den Block. Was brauche ich das jetzt? Dafür. Doofer Yoshi. Ach Mist. Ja, hier war Secret Exit noch nicht, das weiß ich. Okay, Halbzeitfahne.